Hallo und herzlich willkommen im Wald, beziehungsweise das, was noch davon übrig ist. Und ich lasse euch erstmal einen kleinen Rundumblick anstellen, beziehungsweise noch eine kleine Erklärung. Eigentlich, ich hatte das hier von der Straße aus gesehen, dass es hier so aussieht. Und ich hatte gehofft, es handelt sich bei dem, was gefällt worden ist, tatsächlich größtenteils um Esche, sozusagen Notschlachtung wegen Eschentriebsterben. Das ist jetzt nicht der Fall. Es sind überwiegend Pappeln. Es ist die ein oder andere Esskastanie dabei. Wirklich ganz überwiegend Pappel. Hinten liegen noch ein paar Eichen rum, sind aber nicht viele. Esche gibt es hier, das hätte mich auch gewundert, weil ich habe ja auch noch selten welche gesehen, tatsächlich wenig. Ne? Aber da jetzt so selektiv ein paar Bäume rausgenommen worden sind, sieht das verflucht so aus, als wäre das hier eine entsprechende Eschenfellmaßnahme aufgrund von Eschentriebsterben gewesen. Wir tun jetzt also einfach mal so, als würde ich in einer Eschentriebsterbenfläche drin sitzen. Die sehen genau so aus. Also das wäre eigentlich ein typisches Beispiel, wenn es nicht die falsche Baumart wäre. Guckt euch mal um. Die Geräuschkulisse, finde ich, passt zum Thema irgendwie ganz gut dazu. Ich versuche das mit dem Mikrofon irgendwie so ein bisschen auszugleichen und werde hinterher auch noch einen Rauschreduzierfilter hier drüber legen. Also falls der Ton auch meine Stimme ein bisschen komisch klingt, das liegt einfach daran, damit das Hintergrundrauschen nicht ganz so störend ist von der Straße. Aber wie gesagt, schaut euch mal um. So, und da wäre dann auch wieder ich im Bild. Ja, Eschentriebsterben, da bin ich jetzt einiges zu gefragt worden. Ist also quasi eine Waldfragestunden-Video jetzt in diesem Zusammenhang. Da habe ich noch diverse andere Sachen ausstehen, aber ich wollte das jetzt einfach mal machen, weil es mich gerade irgendwie gejuckt hat anhand dieser Fläche. Ne? Leichte Handschuhe bräuchte ich noch, ein bisschen kühles dann doch. Folgendes, Eschentriebsterben wird verursacht von einem Pilz, und ist eine Erkrankung, logischerweise, wie der Name schon sagt, der Esche. Und zwar der Eschenblätter eigentlich. Also eigentlich ein Pilz, der die Blätter befällt. Der dringt per Spore durch die Stomata ins Blatt selber ein, wächst dann in Richtung Mittelrippe. Und dazu müssen wir wissen, dass das Eschenblatt ja ein Fiederblatt ist. Also im Prinzip eine dicke, massive Mittelrippe hat. Die sogenannte Blattspreite und da dran hängen dann die diversen kleinen Eschenblätter. Ja, ich blende euch dazu noch ein Bild ein, dass ihr das mal kurz seht. Also dieses gesamte Konstrukt ist quasi ein Blatt. Bei eben fiederblättrigen Pflanzen sieht das dann so aus, dass das Blatt dann in diese Einzelblättchen, nennt man die dann, unterteilt ist. So, und sowohl diese Blättchen als auch direkt die Mittelrippe können eben von diesen Sporen entsprechend befallen werden. Dafür sollte es im Idealfall für einen Pilz gute Wachstumsbedingungen geben, heißt relativ feucht sein. Und wenn das gegeben ist, es vielleicht kurz vorher geregnet hat und dann der Wind da irgendwelche Sporen ranträgt, dann bleiben die da hervorragend hängen und können dann da eben entsprechend keimen und befallen die Esche. Woher stammt jetzt dieser Pilz? Wahrscheinlich größtenteils unsere Population aus Südostasien, ist über Polen eingewandert, muss da in irgendeiner Form mittels Handel oder sonstigen Transportvektoren durch den Menschen irgendwie hingekommen sein. Eine natürliche Einschleppung hier in Mitteleuropa ist sicherlich nicht zu erwarten. Und dann war er halt da und jetzt befällt er fröhlich sämtliche Eschen, die eben gegen diese Krankheit so gut wie gar keine Resistenzen besitzen. Bisschen schon, dazu kommen wir dann noch. So, nachdem der Pilz eben jetzt entsprechend erstmal im Blatt drin ist, bahnt er sich eben den Weg in die Mittelrippe, hatte ich schon gesagt. Warum ausgerechnet dahin? Naja, sämtliche Assimilate, die in dem Blättchen gebildet werden, also sprich der Zucker aus der Photosynthese, muss ja über die Mittelrippe, den Stiel vom Blatt, wenn man so möchte, abgeführt werden in den Zweig und vom Zweig in den Ast und vom Ast in den Stamm und weiter bis zur Wurzel. Überall müssen halt eben die Assimilate letztendlich in den Baum hingelangen können. Und damit sitzt der Pilz eben direkt oben an der Quelle, genau da, wo das produziert wird, was er haben möchte, nämlich Zucker im Wesentlichen.
ist für den Pilz sehr, sehr praktisch. Kurze Wege, wenig Möglichkeiten für den Baum zu verhindern, dass er sich da direkt den Zucker holt, der Pilz. So was kann man jetzt dagegen tun, wenn man eine Esche ist. Man schmeißt den kompletten Zweig runter, beziehungsweise den kompletten Trieb. Die Blätter fallen sowieso relativ schnell ab, die vertrocknen dann einfach, verdörren, weil es kommt ja kein Wasser mehr an die Blätter ran. Denn in der Wasserleitung bzw. der Assimilatleitung sitzt der Pilz und braucht ebenfalls Wasser und dann verdorrt das eigentlich relativ schnell. Wenn der Pilz sich immer weiter ausbreitet, hat die Pflanze dann mit den entsprechend befallenen Blättern keine Chance, noch irgendetwas anzufangen. Außerdem will sie das gar nicht. Sie merkt ja, dass da der Pilz drin sitzt und möchte den Pilz nach Möglichkeit loswerden. Daher wirft sie eben den ganzen Zweig gleich runter, in der Hoffnung, dass die Pilzinfektion dann damit quasi auch unten ist. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ne? Es kann schon sein, dass für dieses Jahr, diese Vegetationsperiode, das Eschentriebsterben jetzt nicht mehr oben im Baum sitzt, sondern unten auf dem Boden liegt. Das Blöde ist nur, damit ist der Eschen nicht wirklich geholfen, weil jetzt geht das folgendermaßen weiter. Im nächsten Jahr, spätestens im nächsten Jahr, theoretisch eine Infektion im gleichen Jahr auch noch irgendwie vorstellbar. Das ist alles noch nicht so hundertprozentig ganz ausführlich untersucht. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass spätestens im nächsten Frühjahr eine neue Infektion vom gleichen Pilz erfolgen kann, weil der ja jetzt unten auf dem Boden liegt und sich wunderbar in dem abgeworfenen Eschenzweig entwickeln kann, ohne dass die Esche noch irgendeine Möglichkeit hat, dagegen irgendwas zu unternehmen. Das heißt, der Pilz da unten fruktifiziert, baut so kleine lustige weiße Stängelchen mit einem Becherchen dran, und deswegen nennt man das Ding auch das falsche weiße Stängelbecherchen, das Eschentriebsterben, also der Erreger, der heißt so auf Deutsch. Und in diesen kleinen Becherchen, an diesen Stängelchen auf dem abgeworfenen Eschentrieb, da sitzen eben jetzt die Sporen drin, und wenn jetzt der Wind kommt, insbesondere wenn es ein Wind ist nach einem Regenereignis und es ohnehin relativ feucht ist im Wald, dann können diese Sporen ganz wunderbar vom Wind zurück in die Baumkronen gepustet werden, und wenn sie dann wieder auf neuen Eschen, Zweigen, Trieben, Blättern vor allen Dingen eben entsprechend zum Sitzen kommen, können sie sich da wieder eben entsprechend ausbreiten. Der ganze Spaß geht von vorne los. Jedes Mal, wenn die Esche einen jungen Trieb, den Trieb eben abgeworfen hat, der infiziert wurde, muss einen neuen Trieb bilden. Das kann man also ganz gut sehen, auch als Laie, ob eine Esche von Eschentriebsterben befallen ist oder nicht. Wenn die nämlich ziemlich zerrupft aussieht und auf engstem Raum plötzlich in der Krone, im äußeren Bereich der Krone, jede Menge neue Äste bildet und ständig ganz viel verzweigter ist, als sie eigentlich sein sollte. Das Verzweigungsmuster, das typische Verzweigungsmuster einer Esche kann man an den alten Trieben sehen, an den alten Ästen, dass die so verzweigt normalerweise auch nicht sind. Wenn sie dann aber gegen Ende, eben gegen außen, an den dünnen Zweigchen ganz viele neue Verzweigungen anlegen, dann wird es wahrscheinlich, muss nicht zwingend, aber wird wahrscheinlich, und wir als Laie dürfen da auf jeden Fall von ausgehen, das entsprechende Eschentriebsterben sein, was diese Esche befallen hat. Man kann es dann auch noch über diverse andere Sachen nachweisen, das ist jetzt aber für uns jetzt nicht so wichtig. Irgendwann dringt der Pilz bis ins Holz vor, also immer weiter durch das noch grüne Gewebe, wandert dann nach unten und befällt dann die ja noch recht jungen, noch nicht allzu dicken Äste entsprechend, und da wandert er dann auch eben entsprechend ins Holz und kann sich dann alle Nährstoffe abgreifen, die irgendwie in die Baumkrone entsprechend gelangen, beziehungsweise die von oben, von den noch vorhandenen Blättern in irgendeiner Form in Richtung unten geschickt werden, die zwackt der Pilz ab, und gleichzeitig kann er auch noch eben alles, was mit dem Wasser nach oben geschickt wird, auch wieder abzwacken. Je weiter unten der Pilz sitzt, im Grunde ist alles oberhalb vom Pilz verloren. Keine Chance mehr. Und das wirft die Esche dann auch mal mehr, mal weniger schnell ab. Ab einer gewissen Infektionstiefe, sage ich jetzt mal, kann man es nicht mehr abwerfen. Einen ganzen Ast, ein ganzes Holz einfach abbrechen und runterwerfen kann die Esche nicht, so von sich aus. Das funktioniert nicht. Nur recht dünne Verbindungen lassen sich quasi manuell auf Wunsch des Baumes lösen und abwerfen. So, das ist jetzt dahingehend schlimm, weil ja ständig Äste absterben und neue gebildet werden müssen.
dass neue gebildet werden müssen, ist eine Notwendigkeit, weil ein Baum braucht halt nun mal eben entsprechend Blätter, um Photosynthese betreiben zu können. Damit würde er jetzt wahrscheinlich noch ganz gut zurechtkommen mit dem ständigen Abwerfen und Neubilden, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Vielleicht ist der Zeitraum lange genug, dass dazwischen mal ein super kalter Winter kommt und sämtliche falsche weiße Stängelbecherchen in der Umgebung sterben, weil kalte Winter vertragen sie nicht eigentlich oder zumindest nicht so gut, sage ich jetzt mal. Wir wissen auch das noch nicht so hundertprozentig ganz genau. Also das wäre an sich schon noch ein Hoffnungsschimmer, ne? Dass, wenn es ein paar Jahre gut geht, es dann irgendwann vorbei ist. Das wird aber nicht passieren, weil bis eben diese paar Jahre bis zum nächsten kalten Winter so richtig eingetreten sind, ist die Esche schon so sehr geschwächt, dass sie dann sekundär durch andere Krankheitserreger befallen wird. Und das sind dann holzzersetzende Pilze, ne? Also irgendwelche Fäulen, also Braunfäule beispielsweise, wäre jetzt einfach sowas. Oder ein Hallimasch, ganz großer Klassiker. Da fliegt so eine blöde Mücke vor meinem Display rum. Ganz großer Klassiker wäre eben entsprechend der Hallimasch, der dann von unten kommt und dann den Stammfuß befällt, weil der Baum kann sich gegen Krankheitserreger welcher Form auch immer nicht mehr wehren, weil er all seine Ressourcen, all seine Kraft benötigt, um mit dem Eschentriebsterben fertig zu werden. Und jeder andere, der dann halt irgendwie noch in der Nähe ist, hat quasi leichtes Spiel und kann dann da auch eindringen in die Esche. Das Problem ist, wenn im Stammfuß der Pilz dann auch noch sitzt, wird die Esche auch sehr, sehr instabil. Und da Eschen oft, so wie hier, in so einem kleinen Auwäldchen zu finden sind, hier sind jetzt keine, aber eigentlich könnte man sich gut vorstellen, dass sie hier halt wären, wo viele Leute spazieren gehen und so weiter und so fort. Und gerade eben durch das Eschentriebsterben verursacht ja ständig Äste nach unten fallen, so kleine dünne Äste abgeworfen werden. Bei einer Esche, das ist ein sehr hoher Baum, Fraxinus excelsior, ja, stets nach oben. Wie auch ein berühmter Comic-Veteran eben zu sagen pflegte, falls jemand zufällig weiß, wen ich da meine, aber egal. Jedenfalls kann ein potenziell sehr, sehr hoher Baum sein. Und selbst wenn ein relativ dünner, schwacher Ast aus der Höhe runterfällt, kann das schon wirklich nicht so angenehm sein, wenn man den auf den Kopf bekommt oder er auf den Kinderwagen fällt, was natürlich noch ein viel schlimmeres Szenario entsprechend ist. Die Wechsel in der Lichtstimmung liegen daran, dass die Sonne kurz über der Brücke steht, so kurz über der Brücke, dass wenn der LKW durchfährt, er seinen Schatten auf mich schmeißt. Ne? Also sich diesbezüglich bitte nicht wundern. Ja, das ist ein Problem, das liebe Eschentriebsterben. Man kann einen befallenen Baum, ja, sagen wir mal so, was gemacht wird, ist, dass man versucht, insbesondere bei stadtnahen Wäldern, die eben auch als Bürgerwald, als Erholungswald für die örtliche Bevölkerung wichtig sind, da versucht man dann teilweise, mit horrenden Kosten ist das verbunden, bei den befallenen Bäumen einfach die Äste mal runterzusägen. Also mehr oder weniger alle Äste, in der Hoffnung, dass der alte Baum dann noch genügend Reserven hat, um nochmal neue auszutreiben. Wenn man das macht, dann hat man schon erfolgreich sämtliches Eschentriebsterben vom Baum erstmal runtergeholt. Wenn man jetzt gleichzeitig sämtliches Astmaterial, was man runtergeschnitten hat, dann auch noch entsorgt, dann könnte man meinen, dass das das Infektionsrisiko senkt. Weil wo soll denn jetzt nochmal auf die Schnelle neues, frisches Eschentriebsterben herkommen? Das klingt zwar logisch und macht irgendwie von der Überlegung her Sinn. Leider ist es bisher noch nicht nachgewiesen, dass das irgendwas bringt. Also nach den Untersuchungen, die bisher gemacht wurden, da das Eschentriebsterben sehr aktuell ist, wird es sehr viel untersucht. Gibt jetzt ungefähr seit 10 Jahren, ziemlich genau seit 10 Jahren in Deutschland. Ja, lass es 11 sein. Leider scheint das wirklich nicht zu helfen. Also wo man das gemacht hat, ging es trotzdem weiter und letztendlich mussten die entsprechenden Eschen dann doch gefällt werden. Es ist also fast schon eine nutzlose Maßnahme. Aus wissenschaftlicher Sicht, aus empirischer Forschungssicht kann man da eben keinen Effekt nachweisen. Ich verlinke euch da mal ein interessantes Filmchen vom Bayerischen Rundfunk, wo eben an den Donauauen genau das gemacht wird, wo sie auch fleißig eben entsprechend runterschneiden.
obwohl gerade aus Bayern die entsprechende Forschungskompetenz in forstwissenschaftlichen Fragestellungen gerade da sagt, dass solche Rückschnittmaßnahmen nicht zielführend, um nicht zu sagen sogar sinnlos entsprechend sind. Ne? Das ist jetzt nicht meine Meinung, das sagen die da. Und da ich da gelernt habe und ausgebildet wurde, neige ich dazu, meinen ehemaligen Lehrmeistern diesbezüglich immer gerne mal zu glauben. Ne? Was kann man denn dann tun, wenn das Äste runterschneiden nicht hilft? Ich hatte selber mal für mich in einem Moment, als ich über das Thema nachgedacht habe, überlegt, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, in von Eschentriebsterben befallenen Beständen zur Streunutzung zu greifen. Ne? Streunutzung kennt der ein oder andere vielleicht aus der Waldgeschichte, aus dem Mittelalter und später, also noch bis vor, na, sagen wir mal 100 Jahren, hat man das in vielen kleinen Gemeinden noch gemacht, dass man eben mit dem Rechen im Wald Waldbodenmaterial zusammengerecht hat, aufgesammelt hat und es nach Hause gebracht hat in den Stall als Einstreu für die Ställe oder auch auf den Acker geschmissen zum Teil, nachdem dann eben das Viech im Stall drauf gemacht hat und dann hatte man sehr guten Dünger, so eine Art Festmist, auch ökologisch, rein von den Boden des Ackers her gesehen, eine gute Sache, wenig Nährstoffaustrag ins Grundwasser und so weiter. Das Problem ist nur, dem Wald fehlen dann die Nährstoffe, die man eben genommen hat, wenn man eben seinen Waldboden, seinen Humus großflächig eben entsprechend abträgt. Also an sich eine böse Sache, aber ich persönlich hatte mal überlegt, wenn man das in Eschenbeständen macht, die vom Eschentriebsterben befallen sind, dann ist doch das Entfernen der Humusauflage wahrscheinlich das kleinere Übel, als dass die alle an Eschentriebsterben zugrunde gehen. Und man vielleicht durch das Entfernen der Humusauflage eben entsprechend die Ausbreitung vom Eschentriebsterben kontrollieren bzw. reduzieren kann. Die Überlegung finde ich nach wie vor nicht schlecht, aber wahrscheinlich, da man ja sieht, dass der Rückschnitt am Baum und das Mitnehmen von allem, was man runterschmeißt, auch nicht besonders fruchtet, dann wäre wahrscheinlich ein komplettes Entnehmen der Streu sicherlich auch nicht sonderlich hilfreich. Ne? Meines Wissens hat das jetzt noch keiner ausprobiert. Ich habe jedenfalls keine Publikation dazu gefunden, wo das mal gemacht wurde. Wäre ja mal potenziell ein Versuch wert. Hätte ich einen Eschenbestand, ich würde es ausprobieren. So, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mir jetzt da per Zufall die optimale Lösung für das Phänomen eingefallen ist. Davon gehen wir jetzt mal mit mal nicht aus. Und was kann man dann tun? Naja, was wird gemacht? Sagen wir es mal so, weil wirklich viel tun kann man nicht. Pestizide gibt's nicht, helfen nicht, kann man so großflächig nicht ausbringen, weil man müsste die komplette Baumkrone quasi einnebeln. Das wäre eine zu großflächige Ausbringung und die weiteren Umweltschäden eines solchen Pestizideinsatzes sind nicht überblickbar und dann darf man schlicht und ergreifend nicht. Also erstens mal ist es verboten, zweitens wäre es völlig unverantwortlich und drittens pfui. So, das heißt, das scheidet einfach aus. Mechanische Maßnahmen, Rückschnitt, haben wir ausprobiert, hilft nicht. Was bleibt jetzt noch übrig? Ja, fällen. So, das hilft ein bisschen, weil dann zumindest eine Baum-zu-Baum-Ausbreitung, im späteren Infektionsstadium werden dann irgendwann die Zweige nämlich nicht mehr abgeworfen, sondern bleiben dran. Dann kann das kleine falsche Stängelbecherchen, weiße falsche Stängelbecherchen oder so ähnlich, auch noch oben auf dem Baum entsprechend seine kleinen Stängelbecherchen produzieren und dann können sich die Pollen von oben auch noch ausbreiten. Dann ist sowieso alles im Arsch. Ne? Dann ist die Ausbreitung nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Deswegen ist es schon sinnvoll, befallene Bäume erstmal zu fällen. Man kann damit die Lebenszeit des Eschenbestandes noch ein wenig erweitern. Und wichtig, was man auf keinen Fall tun sollte als zuständiger Förster, Waldbauer oder sonstiger Waldbesitzer oder wer auch immer da zuständig ist, gleich einen Kahlschlag machen, so nach dem Motto, oh Gott, ich opfere jetzt lieber diesen Bestand in der Hoffnung, dass alle anderen Bestände verschont bleiben. Das funktioniert sowieso nicht. Nachdem, wie weit wir jetzt momentan sind mit der Forschung, was das Eschentriebsterben angeht, ist das derart infektiös und breitet sich derart schnell aus. Es ist relativ sinnlos, einzelne Bestände vom Eschentriebsterben schützen zu wollen. Das wird kommen. Wenn es noch nicht da ist, wird es kommen. Und das ist dann schlecht. Warum trotzdem keinen Kahlschlag machen? Ja? Wäre ja einfacher, könnte man auch sinnvoller das Holz nutzen, könnte man das Holz einfacher ernten und wenn es sowieso schon zu spät ist, ist es im Grunde ja egal. Nee, eben nicht, denn eine letzte Chance, und das ist jetzt der Silberstreif am Horizont, gibt es für die Esche. Wir haben nämlich resistente Einzelbäume. So,
Man hatte gehofft, es sind so um die 10%. Leider nicht, es sind leider nur um die 5%. Aktuelle Zahl. Na, vielleicht sind es auch noch ein bisschen weniger. Es ist noch zu früh, um das wirklich abschätzen zu können. Momentan kann man ja nicht sagen, ist der Baum wirklich resistent? Kann der also gar nicht infiziert werden, weil er wirklich immun ist? Oder ist er nur, sagen wir mal, teilresistent oder sehr widerstandsfähig und kann infiziert werden? Das dauert bei ihm allerdings länger, bis er abstirbt. Das ist bei vielen Exemplaren noch nicht so abschließend geklärt. Aber ja, die Chancen stehen ganz gut, dass es sich auf etwa 5% resistente Exemplare aller Eschen in Deutschland, wohlgemerkt, komplett Deutschland, wird befallen sein. Wenn es noch nicht ist, dann wird es das wahrscheinlich sein. So ist zumindest momentan die Prognose. Ja, dass es dann halt eben immerhin 5% Exemplare gibt, die resistent sind. Geht man jetzt hin und macht vorsorglichen Kahlschlag, dann haut man ja die Resistenten, ohne zu wissen, welche das sind, gleich mit weg. Die Resistenten sind aber wichtig, wenn dann nämlich irgendwann die Seuche wieder vorbei ist und nur noch die 5% resistenten Eschen in der Gegend rumstehen, denen das falsche Stängelbecherchen nichts anhaben kann, dann können wir hingehen und mit den Samen und dem Saatgut von diesen 5% resistenten Eschen den kompletten Bestand quasi wieder aufforsten. Der Schaden ist natürlich trotzdem immens. Erstens emotional. Es betrifft ja auch die alten, schönen, besonders prächtigen Eschen, die ja wirklich ein sehr beeindruckender Baum sein können, die ja auch oft eben gerade in Auwäldern sehr, naja, Publikumsverkehr belastet sind. Was heißt belastet? Das stört die eigentlich nicht, aber da kommen viele Leute dabei und denen werden die alten Eschen mit Sicherheit fehlen. Und mir tut es auch immer, immer sehr weh, wenn ich irgendwo sehe, dass irgendwo die Eschen weg müssen. Hinter unserem Familienacker sind auch ein Haufen Eschen gefällt worden. Die waren noch recht jung, aber da ging es auch schon los mit dem Eschentriebsterben. Kann man nichts ändern. Das muss dann halt leider sein. Zweitens ist der ökonomische Schaden natürlich hoch. Die müssen, gerade die jungen Eschen müssen viel zu früh geerntet werden. Da hat kein Mensch mit Geld verdient. Im Gegenteil, da sind dann große Verluste eben entsprechend für die jeweiligen Forstbetriebe oder Privatwaldbesitzer drin. Und drittens muss man sich Sorgen machen um das Bestehen der Art überhaupt. Ob die Esche bei uns in der Region, und da sie ja mehr oder weniger überall, wo sie vorkommt, jetzt befallen ist vom Eschentriebsterben, muss man sich wirklich um das Überleben der Art als solche Sorgen machen. So, wie viel Sorgen müssen wir uns denn jetzt machen beim Überleben der Esche als solche? 5% Resistente. Klingt wenig. Ist auch wenig. Wäre jetzt bei vielen, vielen, vielen Pflanzenarten, die es so gibt auf dem Planeten, mit ziemlicher Sicherheit ein Todesurteil. Weil mit nur 5% des Ausgangsbestandes wird es verdammt schwierig, wieder eine genetisch einigermaßen vielfältige Population aufzubauen. Man müsste also eigentlich quasi, jetzt für die meisten normalen Pflanzen, müsste man ganz selektiv hingehen und so ein bisschen, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Gott spielen, auch wenn das damit jetzt nichts zu tun hat, aber dann wisst ihr, was ich meine. Und Baum A mit Baum B verklonen, weil die möglichst weit auseinander wohnen und wahrscheinlich von ihrem Erbgut her so unterschiedlich wie nur irgend möglich ist. Und was heißt verklonen? Verpaaren eigentlich. Na, möglichst noch mit sexueller Fortpflanzung. Also sprich mit Stäubchen, mit einem Pinselchen, Stäubchen auf die entsprechende Narbe vom entsprechend anderen Baum und so weiter. Na, ihr wisst, wie ich das meine. So. Das müsste man eben bei den meisten Pflanzen tun, weil die Grundpopulation so unglaublich gering ist. Jetzt haben wir es hier aber mit einem Waldbaum zu tun. Und das ist eine gute Nachricht, denn Waldbäume haben die wundersame Eigenschaft, ein gigantisch großes Genom zu besitzen. Ja? Also, wo wir vergleichsweise viele Gene haben und uns ziemlich komplex fühlen, was unsere DNA angeht, ist ein Waldbaum, der hat locker das Dreifache. Ja? Locker, ganz problemlos. Und das ist jetzt an dieser Stelle unglaublich gut. Warum? Weil Waldbäume per se die langlebigsten Organismen sind, die man denn so kennt, die es überhaupt so gibt. Und das führt eben dazu, dass sie sich an eine lange Lebensdauer angepasst haben. Und dazu kommt noch die Eigenschaft, dass ein Baum technisch bedingt nicht weglaufen kann. Das heißt, er muss in seinem Gencode
alles drin haben, was er möglicherweise eventuell brauchen könnte für die nächsten 500 Jahre, die er jetzt hier rumsteht. So, das bedeutet, die sind gegen nahezu alles, was irgendwie vorstellbar ist, befindet sich irgendwo auf der DNA eines Waldbaums, nicht nur bei der Esche, auch bei eben entsprechend allen, vielen, nicht allen, aber vielen anderen, befindet sich irgendwo die Lösung für so ziemlich alles, was da kommt. Leider ist die Lösung manchmal zu weit versteckt. Manche einzelne Individuen, bei denen ist die Lösung näher an der Oberfläche, um es mal flapsig auszudrücken, und bei denen tritt das Gen, das eben entsprechend, oder die Gene, das wird wahrscheinlich nicht nur eins sein, die vom Eschentriebsterben schützen, treten da halt wirklich davor und sind da nicht nur im Genotyp irgendwo drin, sondern sind auch der Phänotyp. Genotyp ist das, was möglich ist, Phänotyp das, was tatsächlich als Merkmalsausprägung auftritt, um es mal einfach auszudrücken. So, und weil eben diese enorm große Menge DNA bei Waldbäumen da ist, muss man sich um eine genetische Verarmung, selbst wenn der Bestand auf ein Minimum zurückgedrängt wird, nicht so viel Sorgen machen, denn wenn dieses riesige Erbgut bei entsprechend langer Zeit und entsprechend langer Fortpflanzung von der Esche auf natürlichem Wege oder auch wenn man züchterisch ein bisschen nachhilft, so viel rummutiert, dass da dann ganz viele verschiedene neue Möglichkeiten möglich sind und es innerhalb von wenigen Baumgenerationen, das sind natürlich auch 1000 Jahre, ja, aber nichtsdestotrotz, in wenigen Baumgenerationen, in Baumdenkweise ist das kurz, sollte sich der Eschenbestand auch von seiner genetischen Rekombinierbarkeit und so weiter und so fort her eigentlich ganz gut wieder erholen können. Und das heißt, meiner Meinung nach, nur meiner bescheidenen Meinung nach, müssen wir uns nennenswert Sorgen um den Fortbestand der Art Fraxinus excelsior, also der Esche, gemeine Esche, machen? Nee, das nun nicht. Trotzdem, der Schaden ist immens. Ja? Und man kann daran, wie auch mein Kollege von der LWF, Kollege ist ein bisschen viel gesagt, ne? Der Mensch steht in der akademischen Hackordnung natürlich weit über mir. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe von ihm gehört. ja, wie er schon sagt, invasive Arten sind ein Problem. Dazu noch kurz ein Schnitt und dann noch ein paar Gedanken. Wir müssen da unterscheiden und das ist wichtig, weil ich kriege immer wieder mal hin und, also was heißt immer mal wieder, ein paar Mal habe ich schon zu hören bekommen von entsprechenden Kommentareschreibern, ja immer diese Leute, die auf den armen invasiven Arten rumhocken, das ist doch auch der Lauf der Natur. Ja, und da kann man sich halt wunderbar prügeln. Wir müssen jetzt unterscheiden. Ist es natürlich, dass neue Arten irgendwo auftreten? Ja klar, selbstverständlich. Ne? Dass also irgendwer aus irgendwo plötzlich irgendwo anders dazukommt und sich das Ökosystem entsprechend damit auseinandersetzen muss, dass da jetzt irgendwer aus irgendwo dazugekommen ist, das ist selbstverständlich ein natürlicher Prozess. Das ist so alt wie das Leben selbst, dass das passiert. Ne? Und so gesehen ist das natürlich ein gutes Argument der, Entschuldigung, Wohlfühl-Hobbyökologen, dass die Natur will das doch so und die Natur muss ihren Lauf nehmen können und so weiter und so fort und das Zeug muss hier ankommen dürfen, weil es tut es ja. Ne? Gegenargument, beliebtes Gegenargument, das man dann immer hört, ja, aber es wäre ja niemals auf natürlichem Wege hier angekommen und ist hier nur deswegen angekommen, weil wir es mit irgendeinem LKW von mir aus Südostasien nach Polen gefahren haben und von Polen ist es mal eben rübergeflogen, im Fall vom Eschentriebsterben. Wäre also eigentlich nichts, was hier, wenn wir dem Lauf der natürlichen Entwicklung folgen würden, hier zu erwarten hätten. Genau genommen ist es nahezu unmöglich, dass das per natürliche Entwicklung über den Himalaya kommt. Ne? Daher, Und dann muss man nochmal unterscheiden, wir reden hier von invasive species, ne? In Englisch, und was ja immer noch die Fachsprache der Wissenschaft ist, auch wenn ich es nicht so gut beherrsche, zumindest komisch nur ausspreche. Verstehen schon. So, das ist was anderes als, um den Fachterminus zu verwenden, Neobiota. Ein Neobiota ist eine neu eingewanderte Art. Das kann, naja gut,
invasive Neobiota fallen auch unter Neobiota, ja? Aber zu den neu eingewanderten Arten kann auch Zeug gehören, was bei uns oder neu eingebürgerte Arten, also mit aktiver Einbringung durch den Menschen, auch da sind es Neobiota, die können auch sich hier ins Ökosystem integrieren, ohne das Ökosystem massiv in seiner Zusammensetzung zu ändern und ohne einzelne Arten nahezu auszurotten. Ja? Beispiel die Douglasie. Nach aktuellem Forschungsstand, die haben wir zwar jetzt hier extra angepflanzt, aber die ist nicht invasiv. Die integriert sich, was man besonders schön in Freiburg sehen kann, ja, ich bringe das Beispiel ständig, aber es ist halt nun mal so, integriert die sich wunderbar ins Waldbild, gibt schöne Waldbestände, sehr, sehr nah auch von allen anderen Pflanzen, die da wachsen, an der natürlichen Waldzusammensetzung. Nur steht halt auch noch Douglasie drin. Momentan kann man keinerlei wirklich gravierende negative Auswirkungen aus Waldwachstum bei einigermaßen vernünftigem Umgang mit der Douglasie, muss man auch noch dazu sagen, finden. Ne? Das ist einfach nur Neobiota. So ein falsches weißes Stängelbecherchen, das ist mit Sicherheit eine invasive Art und dazu halt noch ein gewaltiger Schädling, der eine komplette einheimische Art, eine wichtige, eine große Flächen Deutschlands dominierende einheimische Art aussterben, nahezu aussterben lässt. Und das ist schon ein Effekt, da muss man wirklich unterscheiden zwischen, ist das jetzt neu dazugekommen, ist das eine natürliche Entwicklung, ist das der natürliche Lauf der Natur oder ist das einfach ein dämlicher Fehler von uns, weil wir durch diverse Faktoren eben das Ding hier eingeschleppt haben. Das kann man noch wunderbarer sehen. Neuseeland. Beispielsweise am Kakapo. Wer den Kakapo nicht kennt, das ist ein großer, lustiger Papageienvogel. Flugunfähig, der kann so ungefähr gar nichts. Also eigentlich ziemlich unfähiges Viech. Das war aber auch egal, weil er bisher nur da vorkam in Neuseeland, wo er ohnehin keine natürlichen Feinde hatte. Inzwischen ist er jetzt auf eine einzige Insel, wo er quasi gepflegt und gehegt wird, zurückgedrängt worden und muss jetzt da halt irgendwie um sein Überleben bangen. Das funktioniert, solange er noch auf dieser einen Insel bleibt, weil was wurde in Neuseeland eingeschleppt? Unter anderem die Hauskatze. Und da Neuseeland noch eine relativ junge Inselgruppe ist und sich von der natürlichen Entwicklung her dort noch so gut wie gar keine, sage ich jetzt mal, größeren Prädatoren natürlich entwickelt haben, also nichts, was kleine, lustige, große grüne Papageien, die nichts können und noch nicht mal ein Feindvermeidungsverhalten haben, weil sie nicht gewöhnt sind, dass Feinde überhaupt existieren, ne, die gehen dann völlig zugrunde bei sowas. Und jetzt wird mir insbesondere, nachdem man mal ein paar Kakapo-Bilder angeguckt hat, kein leidenschaftlicher Naturschützer widersprechen, dass der Kakapo irgendwie bewahrt gehört. Ne? Dass man den Kakapo irgendwo schützen muss. Und hier im Fall von unserem falschen weißen Stängelbecherchen ist es eigentlich nahezu dasselbe. Da haben wir auch eine böse, böse invasive Art, die jetzt nicht die Hauskatze oder noch diverse andere Tiere natürlich auch noch, aber primär ist es wirklich die Hauskatze gewesen. Oder Marder und so ein Zeug würde auch noch in Frage kommen. Ich kann euch jetzt nicht auswendig sagen, was das alles gewesen ist. Egal, jedenfalls, invasive Arten sind ein Problem. Und wer meint, es ist natürlicher Lauf der Natur, dass da halt immer mal wieder neue dazukommen, ja, das stimmt, aber es ist nicht der natürliche Lauf der Natur, dass in super kurzer Zeit sowas dazu kommt, dass eine andere Art, die vorher dominant war und wirklich ein Riesenverbreitungsgebiet hatte, davon ausgerottet wird. Nahezu bis hin zu ganz. Eine gewisse Aussterberate, auch wieder normal. Ja, es gibt da die schöne Zahl von 99, geschätzt. 99,99 und vielleicht nochmal eine 9, da ist man sich nicht ganz sicher, Prozent aller jemals entstandenen Arten sind inzwischen wieder ausgestorben. Ja, und wenn der Zeithorizont lang genug ist, dann werden da irgendwann noch ein paar neue dahinter, das Komma entsprechend dazukommen. Mit Sicherheit. Und Aussterben ist was Natürliches. Aber wenn die Ursache eben in einem LKW aus Ostchina beispielsweise, vielleicht auch von ganz woanders, wissen wir nicht, besteht, ist das schwer zu ertragen. Und in Anbetracht der vielen Konsequenzen, die das Fehlen einer unserer Hauptbaumarten für unser Ökosystem hat, kann man sicherlich sagen, sollte man irgendwann mal eine Möglichkeit finden, um das falsche weiße Stängelbecherchen in Mitteleuropa oder komplett in Europa eher wieder auszurotten,
mit Stumpf und Stiel, dann sollte man das meiner Meinung nach definitiv tun und dann nicht mit irgendwelchen aber die Natur Parolen dann tatsächlich jetzt nochmal ein jeder hat das Leben verdient, auch das falsche weiße Stängelbecherchen oder sonstiges hervorkramen. Ne? Aber das ist natürlich nur meine Meinung und letztendlich ist es auch wirklich ja eine politische Frage, ob man jetzt sagt, das soll bekämpft werden oder soll nicht bekämpft werden. Und es ist eine philosophische Frage, was man denn unter dem Naturbegriff überhaupt versteht. Ja? Es gibt ja keine Vorgabe, was die Natur unter der Natur versteht. Das macht das nochmal so schwierig und kann auch solche Diskussionen eben emotional sehr stark aufladen. Kann, nicht muss, aber tja, so ist es halt. So, jetzt ist die untergehende Sonne erfolgreich unter der Brücke angekommen, weshalb ich jetzt wieder ein leichtes Abendröte-Schimmerchen im Gesicht habe. Ich zeige euch das mal schnell. Und das ist meiner Meinung nach auch ein guter Punkt, um das hier zu beenden. Ist diesmal nicht ganz so lang geworden, ist aber auch ein wichtiges Thema und ja, man hört es ja immer mal wieder auch in den Medien. Es gibt diverse Videos dazu, es steht immer mal wieder in der Zeitung, das mit dem Eschentriebsterben. Eine Lösung ist wahrscheinlich nicht erreichbar. Eine Lösung wird wahrscheinlich tatsächlich darin bestehen, dass man ja aufpasst, dass man nicht die 5% resistenten Eschen, wenn es 5% sind, aus Versehen umsägt und dann anhand derer eben die Esche sich wieder ausbreiten lässt. Oder ihr noch ein bisschen dabei hilft, wenn man möchte, dass es schneller geht. Auch das ist wieder eine politische Frage, ne? Eine ethisch-moralische Frage. Darf man der Esche denn dann überhaupt helfen? Könnt ihr ja mal gerne eure Meinung dazu auch in den Kommentaren dalassen. Mich würde da einfach ein Stimmungsbild interessieren, wie da so die durchschnittliche Meinung meiner kommentarschreibenden Zuschauer ist. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche motorisierter Art. Andererseits passt irgendwie zum Thema, ne? So Zerstörung und Lärm und vernichtete Wälder. Und jetzt krähen hier noch die Krähen. Das Problem ist, die Bäume, die da hinten nämlich alle fehlen, das war eine unserer größten Krähenkolonien. Auch da kann man jetzt wieder sagen, das ist ein Schädling. Aber ich mag sie gerne. Das sind wahnsinnig intelligente, faszinierende Vögel. Und die hatten da eine riesige Kolonie. Und üblicherweise tauchen sie immer so gegen Sonnenaufgang dann wieder hier auf. Ich habe das schon oft beobachtet. Schwirren noch ein paar Mal um ihre Nester, die jetzt noch da sind. Sie müssen sicherlich einige neue bauen. Ja, und dann haben sie eben entsprechend irgendwann genug um ihre Nester geschwirrt und geben Ruhe. Aber das findet jetzt gerade statt. Tschüss.